Hallo meine lieben YouTuber und willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Bevor es mit dem Video hier losgeht, erst ein klitzekleiner Werbespot-Ausschnitt. Ab jetzt dranbleiben. Rasierkomfort im Auto mit dem neuen Beboscher Universal. Die Rastpause wird zur Rasierpause. Ein einziger Handgriff. Garantiert eine schnelle, glatte Rasur. Auch im Freien, unabhängig vom Stromnetz, durch die Batteriebox. Für die tägliche Rasur daheim sorgt das Zusatznetzteil ein ideales Gerät. Unabhängig und überall zu Ihren Diensten, Beboscher Universal vom VEB Bergmann Borsig. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. In dem letzten Video habe ich euch ja mein Beboscher Reise-Elektro-Rasierapparat gezeigt, den man sowohl als auch zu Hause als auch im Trabant nutzen kann, dachte ich. Aber nein, so ist es nicht. Dazu später noch mehr. Nun geht es in dem Video darum, wir haben wieder ein Paket bekommen. Schöne Grüße gehen nach Lippstadt an meinen Namensvetter Peter, so wie ich auch mit Vornamen heiße. Alles andere ist Datenschutz, wird nicht gesagt. Und in dem Video geht es heute darum, ich hatte euch ja im ersten Video vom Beboscher gesagt, dass es eine Ladestation dafür gibt, wie man auch in dem Werbespot gesehen hat. Und ja, die sollte sich hier drinnen befinden. Die habe ich per Zufall gefunden im Internet und sogar noch mit Originalkarton. Also hier befindet sich der Originalkarton drinnen und die batteriebetriebene originale Ladestation. Ob das wirklich so ist, das sehen wir jetzt, indem wir das aufmachen, das Paket zusammen. Also ich mache es jetzt auf mit euch zusammen und wir können fiebern und trommeln und hoffen, dass es so ist. Einziges Manko, die Post kam heute ein bisschen laut der Senderverfolgungsnummer. Also ich habe ja diese Sendungsverfolgungsnummer hier und dort stand drin, dass das Paket in Zustellung ist mit ein bisschen Verspätung. Vorhin hat es leider ein bisschen geregnet, wo ich einkaufen gefahren bin. Somit ist der Karton hier durchgeweicht. Aber ich hoffe doch, dass der Namensvetter von mir es so gut verpackt hat, dass der originale Karton nicht durchgeweicht ist. So, und wie immer mein Cuttermesser hier. Und wie immer ganz vorsichtig aufmachen das Paket, damit wir den Karton, der da drin noch ist, wenn das denn ist, nicht vom Regen aufgeweicht ist und wir wollen natürlich den auch nicht zerstören. So. Ja. Ich nehme mir am besten mal die untere Seite hier. Denn. Oh, falsch. Es gibt immer so diese Seite, die man anfassen kann und unten sieht ihr schon das Messer, ne? Ist von der Farbe ein bisschen heller. Und das ist wirklich sehr, sehr spitz. Ich mache es auch bewusst so am Rande hier auf, aber es sieht schon professionell verpackt aus hier. Mit noch ein bisschen Papier drin. Und Papier ist ja bekanntlich saugstark. So sieht das jetzt aus. Wie immer holen wir alles vorsichtig raus und überprüfen alles. Ein weiteres schlechtes Manko an die DHL. Früher waren die Zettel gelb, heute sind sie so. Und hier hinten ist dann ihr Beleg, ihre Information. Da wurde gar nichts ausgefüllt. Und hier steht noch, haben Sie einen
Anliegen oder Fragen zu unseren Produkten, dann kann man auf DHL meinen Kundenservice gehen und hier haben sie einfach noch verkehrt rum meine Adresse, meine Anschrift halt draufgeklebt und halt die Sendungsnummer und haben es einfach ins Treppenhaus gepackt, obwohl ich eigentlich mit der Post ausgemacht habe, wo sie die Pakete hinstellen sollen, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Ja, gut. Man will natürlich auch nicht, wenn man kein Vertrauen zu seinen Nachbarn hat im Haus hier, dass die halt das Paket halt haben. Ne? Oh, ein Glück. Es ist alles heile geblieben. Das Papier, das wird später noch von mir persönlich nochmal durchgesehen, ob da noch irgendwas zwischen ist oder nicht. Tja, wir haben hier so künstlichen Heu, würde ich mal sagen, oder echten Heu. Ich weiß es nicht. Also Peter, mein lieber Namensvetter, wenn du das Video nachher guckst, wenn es hochgeladen ist, dann kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt so verpackt. So. Es ist zwar kühl, aber es ist nicht aufgeweicht. Und ja, dazu gleich mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, weil da hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hier. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter jetzt hier auspacken. Eigentlich müsste man das hier so den Tieren draußen geben, dass sie so ein kleines Nest haben für die kalten Zeiten, die armen Vögelchen. Aber naja, so. Also hier haben wir von Bebocher Zubehör. Zubehör Batteriebox. So. Das packen wir jetzt mal hier aus. Ich weiß nicht. Also mal gucken. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr sowas mal kriegen solltet, immer erst gucken, ob das nicht hier irgendwo noch mit Tesafilm zugeklebt ist, bevor ihr das dann aufreißt. Hier ist in dem Sinne nichts. Also ich sehe zumindest nichts, aber es geht irgendwie ziemlich schwer. Aber jetzt kommt's. Also immer keine Gewalt anwenden. So, Pappe von innen. Ja. Ja, hier ist die Ladestation drinne. Wackel, wackel, dann kommt es rausgefallen. So, hier haben wir von Bebocher Typ 15, 4x1,5 Volt, steht hier drunter. Das sind die Batterien, die dann hier reinkommen. So sieht übrigens die Pappschachtel von innen aus. Das Ding wird wahrscheinlich auch hier so, ich hätte jetzt beinahe gesagt gehabt, reingeklebt sein, aber nein, man kann es auch rausnehmen, wenn man möchte. Lassen wir aber so drin. Und hier haben wir den sogenannten Zigarettenanschluss. Ja, hier haben wir das Batteriefach. Hier kommen dann Batterien rein. Und hier haben wir dann noch die Kontakte, die Verkabelung und alles. Ja, so. Das ist das Zusatzgerät für den Bebocher Typ 15, dass man auch unterwegs sich im Urlaub rasieren kann.
Ja, was kann man dazu sagen? Also folgendes. Am besten ist, ich hole mal meinen Rasierer dazu. Hier kommen übrigens dann nur zwei große Batterien rein. Und wie ich gerade hier festgestellt habe, beim Aufmachen und beim Zumachen haben wir hier, kann man wahrscheinlich sehen im Video, so zwei kleine Pfeile, die nach oben gehen und nach unten. Also nach oben zum Aufmachen und nach unten wieder zum Zusammenstecken. So. Und zwar folgendermaßen. Ich habe euch ja meinen Bebo Share gezeigt und ich habe ja vermutet, dass das ein Rasierapparat ist, den man auch im Trabant nutzen kann, mit den sogenannten klassischen Zigarettenanzünder. Doch leider habe ich mich getäuscht. Es gibt von meinem BeboShare, ich sag mal, zwei Stück, die baugleich aussehen, aber halt ein anderes Kabel haben. Also das heißt, das ist jetzt hier Typ 14. Ich habe, glaube ich, Typ 13. Und bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und bei meinem Bebo Share ist es halt so, dass ich halt einen Netzstecker habe, wie ihr das ja schon im ersten Video sehen konntet, der ganz normal in die Steckdose reinpasst. Bei dem baugleichen Bebo Share nur ein anderer Typ, also Typ 14. Bei denen hängt dann so ein Stecker dran, der dann quasi im Trabi in diesen Zigarettenanschluss reingesteckt werden kann, dass man sich dann halt was mit der Batterie also was an der Batterie mit angeschlossen ist, also mit am Strom angeschlossen ist, an der Elektronik, dass man sich halt im Auto dann halt wie im Video halt rasieren könnte, wenn man es denn wollte. Und dieser Stecker, der in diesen Zigarettenanschluss passt, der geht dann quasi hier in den batteriebetriebenen Akku rein mit zwei Batterien. Und dann kann man sich, ob nun im Wald oder in der Stadt oder wo man meint, dass man das machen muss oder möchte, kann man sich halt rasieren. Und um den Typ 14 Rasierer zu Hause zu benutzen, gibt es ein Netzkabel. Das heißt, das Netzkabel hat einen Anschluss wie so eine Art Zigarettenanzünder, wie jetzt halt bei dem hier. Das geht an den Netzstecker dran und das Netzkabel geht dann wie bei meinem Modell in die Steckdose und dann kann man das halt zu Hause nutzen. Wahrscheinlich auch laden. Ja, und ich habe halt am Anfang gedacht, dass das halt das Zusatzbehör ist für meinen Bebo Share. Aber nein, es gibt tatsächlich verschiedene baugleichartige Modelle. Ich würde jetzt mal sagen, einfach, es gibt zwei verschiedene Modelle, die baugleich sind. Einer mit dem Netzstecker, einer mit so einem Zigarettenanzünderstecker. Und ja, das heißt, wir werden noch ein bisschen suchen müssen im Internet. Ich habe auch tatsächlich schon was gefunden und den Verkäufer angeschrieben. Der hat zwei Stück zu verkaufen für kleines Geld. Darunter ein, wo dann auch die Ladestation passt. Also wo der Stecker in die Ladestation passt, dass man das wirklich unterwegs nutzen kann, sowohl auch im Trabi. Und wir haben hier auch. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Das geht so ein bisschen schwer hier auf.
Wir haben hier auch Wechselspannungsstrom. Der alte Trabant 500, der sogenannte Kugelbursche, hatte ja 6 Volt. Und hier haben wir, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier so funktioniert, aber hier ist, der ist für 6 Volt und für 24 Volt. Also hier steht, unten könnt ihr jetzt leider nicht sehen, da steht 6 Volt. Und hier auf dem Anschluss oben drauf steht 24 Volt. Ob ich das jetzt irgendwie hier verstellen kann oder drehen kann, ich glaube eher nicht. Da müsste ich noch ein bisschen recherchieren. Auf jeden Fall so einen Anschluss wie den hier hat der Trabant. Oder sollte es wohl haben. Ja. Wo man dann den BeboShare im Auto benutzen kann. Und das ist dann halt der batteriebetriebene Akku für unterwegs. Ja. Des Weiteren habe ich auch noch neue Share-Köpfe gefunden, also die Blättchen, die dann da reinkommen. Auch die sind einzelbar zu tauschen und zu wechseln. Und ich habe Lagerrestbestände, könnte man jetzt dazu sagen, gefunden im Internet. Für sehr, sehr kleines Geld. Mal gucken, ob ich mir die kaufe, weil mein Share-Kopf macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und naja. Ich hoffe, das kleine Aufklärungsvideo hat euch gefallen. Ich habe. Beziehungsweise ich bin momentan nicht so ganz so richtig, na, ich will nicht sagen fit, aber nicht so richtig gut drauf. Bin ziemlich müde, ist wieder so ein bisschen das Wetter und ich habe mir in der Woche meinen Kopf am Fenster rangestoßen. Hier ist noch eine ganz, ganz kleine Beule und deswegen bin ich so ein bisschen, naja. Auf jeden Fall haben wir schon mal dieses Zusatzgerät und hoffen, also ihr könnt mit mir zusammen hoffen und auch die Däumchen drücken, ja, also das ist der Daumen und der Zack, Zack drücken, dass ich noch den passenden Rasierer dafür kriege. Das heißt, dann kann ich den hier für zu Hause nutzen, mit dem Kabel dran für die Netzsteckdose und dann den anderen bei meinem nächsten Campingurlaub. Wie immer, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentarchen oder auch Daumen runter, wie ihr wollt. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein wenig unterhalten. Euer Peter Rockabilly, 1950, Kanal 2. Und seid gespannt, es folgen demnächst noch richtig schöne, interessante Videos. Vielleicht nicht für euch, vielleicht für jemand anders. Für mich sind sie aber alle interessant und alle toll. Tschüss. Ja, wichtig ist, dass ihr euch das Video ganz anguckt. Und ihr könnt auch gerne vorspulen, auch das Video pausieren, euch mich oder das, was ihr im Werbespot seht oder was ich hier zeige, bezogen auf den BeboShare Universal Batteriebox. Das könnt ihr euch dann auch ranzoomen, pausieren, wie ihr wollt. wichtig ist, dass ihr bis zum Ende guckt, weil ich werde noch am Ende nochmal den BeboShare Universal Typ 14 einblenden, wo der Stecker dran ist, dieser sogenannte Zigarettenanzünderstecker hier oder wie man das nennen kann, der dann halt hier reinkommt. Wie man jetzt den Stecker wirklich nennt, weiß ich nicht, müsste ich nochmal im Internet recherchieren. Wenn ihr dazu auch noch irgendwelche Informationen habt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Danke. Also dranbleiben. Bis zum Schluss. Danke.